Der SCA hat seine Visitenkarte abgegeben in Gasthofen. Der Bundesliga-Neuling hat 2-0 gewonnen in Gasthofen. Wir haben jetzt vor der Schwabensockerkamera den Johannes Hindersberger, Kapitän des TSV Gasthofen, den Bayernligisten. Johannes, 2-0. Hört sich doch ganz gut an, oder? Könnt ihr zufrieden sein? Erste Halbzeit toll dagegen gehalten. Den ersten richtigen Knaller hattet ihr auf eurer Seite. Dann ist der FCA ein bisschen aufgewacht, aber hat in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht so die überragende Leistung gebracht. Ihr habt immer wieder gut dagegen gehalten. Wie hast du das gesehen? Also ich denke, 2-0 ist für uns ein klasse Ergebnis. Die erste Halbzeit haben wir überragend dagegen gehalten. Ich glaube, die ersten 20 Minuten waren richtig stark, aber je länger das Spiel gedauert hat, da hat man dann schon gesehen, dass uns die Kraft noch gefehlt hat, weil bei uns ist auch jetzt erst eine Woche Vorbereitung losgegangen. Und dann hat der FCA die überragend gespielt. Die spielen im Mittelfeld mit ein, zwei Kontakten, wo der richtig ackern muss. Aber riesen Kompliment an die Mannschaft. Und vor allem erste Halbzeit war für uns jetzt, denke ich, ein klasse Spiel. Und die Rahmenbedingungen, überragende Fans, war Highlight für Gasthofen. Wie war es vor der Kulisse? Knapp 2.500 Zuschauer. Ich denke, für die meisten Spieler, vor allem weil wir eine sehr junge Mannschaft sind, war das mal wahrscheinlich die größte Kulisse, wo sie gespielt haben. Und das macht der Fußball aus, darum spielst du Fußball und sowas macht richtig Spaß. Gut, das war Johannes Hindersberger vom TSV Gasthofen. Jetzt Christian Kriegelmeier, der Torhüter vom TSV Gasthofen. Chris, 2-0, gutes Ergebnis gegen die alten FCAler, deine alte Heimat. Wie war es heute? Ja, war ein schönes Spiel. Das Ergebnis ist, glaube ich, zweitrangig. Ja, es war für beide Mannschaften, waren, glaube ich, ein ganz ordentliches Spiel. Wir haben Spaß gehabt, 2000 Zuschauer da. Ich denke, die haben auch ein bisschen was gesehen. Von daher war es ein schönes Spiel, das Ergebnis ist zweitrangig. Chris, dein Bauchgefühl, die Mannschaft neu formiert, Raffler, Kinzel, zwei Alternativen im Sturm. Was sagt dein Bauchgefühl für die Bayernliga-Saison? Mein Bauchgefühl, das hat mich schon so oft in die Irre geführt, da habe ich leider jetzt inzwischen keins mehr. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt, vor allem in der Breite jetzt. Spielerisch schaut es ganz gut aus, soweit man was sagen kann, nach so einer kurzen Vorbereitung bis jetzt. Ja, ich hoffe, dass wir uns da als Mannschaft finden und in der Bayernliga eine gute Rolle spielen. Das war Christian Kriegelmeier, der Torhüter vom TSV Gasthofen.